das Gefühl, ganz oben zu stehen, ist eigentlich in Worte kaum wiederzugeben. Es ist einfach ein überwältigender Moment. Irgendwann vielleicht nach größter Anstrengung den höchsten Punkt des jeweiligen Berges erreicht zu haben, da oben stehen zu dürfen. Gerade beim letzten 8000er ist bei mir da wirklich so ganz eine tiefe Stille und große Dankbarkeit eingekehrt. Unten angekommen, das ist ja dann wirklich erst das Endziel, der Gipfel beginnt am höchsten Punkt, endet aber erst, wenn man wieder gut unten ist im Basislager, da lässt dann die ganze Anspannung total aus. Es ist ja trotzdem zwar eine positive Anspannung, aber es ist eine Anspannung da, Riesenerleichterung, und da hat man es eben dann wirklich geschafft. Erst dann ist der Berg wirklich bestiegen. Ja, der schönste, intensivste Moment am Berg war sicher das Ankommen am K2, am zweithöchsten Berg der Welt, nach so vielen Versuchen da oben stehen zu dürfen. Das war eben so dieses Gefühl, ich habe echt so diese Einheit gespürt, so eins zu sein mit allem. Da war einfach nichts mehr offen, keine Frage mehr da, kein Wunsch mehr da. Und diesen Moment, diese Viertelstunde, was das angedauert hat, das trage ich total in mir und ich denke sicher jeden Tag einmal dran. Der K2 ist wirklich mit Abstand der technisch anspruchsvollste, schwierigste 8000er. Da geht wirklich jede Route steil rauf mit technisch großen Herausforderungen. Und obwohl er nicht der allerhöchste ist, aber sicher mit Abstand der schwierigste. Den überwindet man am besten, wenn man wirklich was macht aus tiefer Begeisterung heraus. Da kommt dann automatisch die Motivation, wenn man was gerne tut, wenn man sich einer Sache wirklich hingibt. Das ist ganz wichtig, um echt in den Flow zu kommen, Ja zu sagen zu dem, was man tut. Wenn man irgendwas mit Widerstand macht, dann gibt man sie her, und das ist das, was Energie kostet. Und darum mit Hingabe und Begeisterung an die Sache rangehen, dann kann man ganz viel erreichen. Dann ist vieles möglich, und nicht gleich aufgeben, wenn es beim ersten Versuch nicht klappt, egal was man tut, ob das jetzt Bergsteigen ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn man es verankert hat, mit Hingabe macht und dran bleibt, dann lässt sich wirklich ganz viel im Leben erreichen und bewirken.